zur Pressekonferenz im Kunstheilstadion Grimmitschau nach dem Spiel der Eisbären Grimmitschau gegen den EC Bad Tölz. Spielstand am Ende 3:2 für die Eisbären Grimmitschau vor 2273 Zuschauern. Bei mir begrüßen darf ich Rick Böhm und Kim Collins. Und wie immer geht das erste Wort an den Gästetrainer Rick Böhm, Ihre Einschätzung zum Spiel. Zuerst Gratulation an die Eispiraten, das ist korrekt. Ja. Ich denke, dass über das gesamte Spiel, auch durch das Cleverness, hat die Mannschaft von Kim Sivik sehr konstant gespielt, verdient gewonnen. Ich glaube, in diesem Spiel hätten beide Mannschaften irgendwo Punkte verdient. So, das ist auch im Sport, springt die Scheibe einmal so und einmal so. Heute ist es wirklich einmal so gesprungen, dass Grimmitschau das dritte Tor schießen konnte. Dadurch kann ich mich nicht beschweren. Ich finde, dass meine Mannschaft alles gegeben hat, auch zahlreiche Torschancen erarbeitet hat. Und das Glück war einfach heute nicht auf unserer Seite, aber genauso kann ich die gegnerische Mannschaft gratulieren, die haben gut gespielt und verdient diese erste Spiel zu Hause gewonnen. Vielen Dank. Nun zu Kim Collins, der da ist, geladen, Ihre Einschätzung nach dem ersten Spiel der Saison. Ja, zuerst guten Abend. Unsere Vorbereitung war nicht gerade rosig. Wir haben ein paar Spiele gemacht, wo wir nicht gespielt haben. Und heute haben wir es gesehen im ersten Drittel, wir waren nervös. Wir haben ein paar Fehler gemacht zum ersten Gegentor, normalerweise ist das dürfen nicht passieren. Aber im zweiten Drittel, wo wir die drei Tore geschossen haben, haben wir gut Eishockey gespielt. Und wir sind läufig, wir haben das Schabby, der Verteidiger immer unterstützt, wir waren nicht mit der Long Pass, das ist genau das, was wir wollten. Wir haben das Spiel ein bisschen eng machen müssen durch Fehler in Überzahl und dann im letzten Drittel. War eigentlich die bessere Mannschaft. Wir haben verteidigt, wir haben ein paar dumme Strafen gemacht. Aber die Jungs haben gekämpft und durch das, dass die, wie sagt man, die mentale Anzug, das wir haben, das ist eine Gewohnheit zum Gewinnen. Und das ist in dem Grimmitschau, glaube ich, für viele Spieler nicht eine Gewohnheit gewesen. Und das muss man langsam anfangen. Das war für uns ein sehr guter Start. Und Kompliment an Pat Tolz, die waren dabei. Das sind auch ein Punkt oder zwei in Battles abgeben können. Aber für uns war es wichtig und ich bin sehr froh. Okay. Vielen Dank, Kim. Kommen wir nun zu den Fragen der Pressevertreter. Scheinbar gibt es keine. Dann danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ihnen und Ihrer Mannschaft eine gute Heimreise und noch viel Erfolg diese Saison. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie uns demnächst wieder begrüßen dürfen hier im Kunstheilstadion Grimmitschau am 22.09.2017 um 20 Uhr hier im Sandpark Grimmitschau zum Spiel gegen die Ravensburg Tausenders. Vielen Dank.